Die Lage spitzt sich immer weiter zu. Weil Valentina Doronina und Ken Kaplan sich im Netz anhören müssen, im Sommerhaus der Stars angeblich psychische Gewalt ausgeübt zu haben, drohen sie ihren Fans und TV-Kollegen nun mit dem Anwalt. Im Sommerhaus der Stars sorgen Valentina Doronina und ihr Verlobter Ken Kaplan derzeit für Aufsehen. Die blonde Reality-TV-Schönheit erhebt nicht nur Gewaltvorwürfe gegen Gigi, sondern kritisiert auch die Produktion für den ungünstigen Schnitt, bei dem ihre Aussage nach Dinge einfach aus dem Kontext gerissen wurden. Und als wäre das alles noch nicht stressig genug, machen die beiden ihren Fans jetzt auch noch eine knallharte Ansage. Löscht lieber schnell eure Kommentare. In seiner Instagram-Story poltert Ken, Valentina und ich werden jeden strafrechtlich verfolgen, der behauptet, wir hätten psychische Gewalt angewendet. Das ist übrigens üble Nachrede. Dem werde ich auch nachgehen, wenn mir so etwas unterstellt wird, weil ich habe in keiner Art und Weise psychische Gewalt angewendet. Auch Valentina kann sich dem nur anschließen. Löscht lieber schnell eure Kommentare. Jede wird strafrechtlich für solche Behauptungen belangt. Und glaubt mir. Mir egal, ob das 100 Leute sind oder 2000, ich habe Zeit, schreibt sie und versieht ihre Nachricht mit einem lächelnden Smiley. Die Kritik an ihrem Verhalten können Ken und Valentina nicht verstehen. Valentina war in den ersten Tagen unglaublich ruhig im Sommerhaus, erinnert der 26-Jährige sich zurück. Er habe damit angefangen, jemandem seine Meinung zu geigen und wurde daraufhin als Rotzlöffel bezeichnet. Und wenn mich dann Valentina in Schutz nimmt und Fakten auf den Tisch legt, dann ist sie plötzlich die Böse. Auweia. Hier ist das letzte Wort mit Sicherheit noch nicht gesprochen.